Okay, pass auf, wir wollen ja... Wir brauchen auf jeden Fall... Nee, pass auf, wir brauchen auf jeden Fall eine ungerade Anzahl. Das heißt, wir kleben hier nochmal eins dran. Bup, 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 bup. Nein, das nicht. Bup, 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 bup. Und hier... Nee, mach mal ruhig mal in diese Richtung hier. Bup, 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 bup. So, 1, 2, 3, 4. Da müsste hier eigentlich... 1, 2, 3, 4... Ist das dann hier oder dort? Ich setze mal hier gerade 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3. Nee, das müsste auf jeden Fall dann... 1, 2, 3, 4. Jawohl! 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3, 4. Das müsste ja recht mittig sein. Und dann machen wir mal... Wo haben wir denn? Wo ist denn das? Ich finde das hier gar nicht. Ach, da. Okay. Machen wir mal hier das Glas herum. Ich weiß gar nicht, ob das mit Scheiben geht. Haben wir hier Scheiben überhaupt? Weiß ich alles gar nicht. Ach, hier haben wir Schweinespawner, glaube ich. Ist das normales? Ach, das ist das. Ja, funktioniert auf jeden Fall prächtig. Ich probiere das gerade mal mit ganz normalem Glas. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es funktioniert, weil das für mich, wie gesagt, alles noch ein bisschen neu ist. So. Sieht auf jeden Fall schon gut aus wie eine Halterung. Oh, was, wo war denn das jetzt mit dem Glas? Ach, deswegen. Das ist gar keine Halterung. Dann probiere ich jetzt mal eben... Also ich werde mir das bestimmt hier angewöhnen, alles, aber momentan dauert es noch ein bisschen so. Das müsste ja im Glas bleiben, ne? Ja, das sieht gut aus und das... Oh, das sieht auch gut aus. Oh, das sieht alles so gut aus. Okay, das hier ist ein normaler Glasblock, nehme ich an. Ja, ne, wo war denn jetzt? Auf der 6. Merken auf der 6. Kann ich mir sowieso nicht merken. Ich glaube, nur mit den Glasscheiben wird das alles ein bisschen problematischer, weil... Da muss man auf jeden Fall genauer zielen. Kann ich da vielleicht einfach mal... Ah ja, das geht. Okay. Also ich versuche, das mit dem Cheaten möglichst kurz und knapp zu halten, ne? Also, viele waren ja dafür, aber ich möchte dann einfach eine Mix-Poke machen. Ich möchte ja niemanden verärgern, wenn wir hier einfach mal sowas machen. Das kann man mal machen, aber man muss da ja nicht die Gebäude, die wir bis jetzt gebaut haben, damit kontaminieren, sage ich mal. So. Und dann hier auch nochmal. Lalalalalala. Und dann... Aha, da geht es nämlich schon schief. Das, mit dem Glas ist das ein bisschen knifflig mit dem Bauen. Oder vielleicht habe ich einfach nur so dicke Hände. Eigentlich habe ich ja Hände wie eine Ballerina, das weiß man ja. Zart wie eine verschissene Elfe. So, warte mal. Ah, hier sieht man schon wieder. Den feinen Grobmotoriker. So, jetzt haben wir das so weit. Hui! Ich möchte aber dazu sagen, dass die Sachen in der Let's Show Welt sind so nicht gebaut. Also da habe ich ja auch so einen ähnlichen Leuchtturm. Und der ist von Hand geschneidert und auch die Wolle und alles, da hat man Ewigkeiten dran rumgespart, beziehungsweise einfach Fackeln, so ein ganzes Gebiet mit Fackeln ausgeleuchtet und Schafe spawnen lassen, um dann so nach und nach irgendwann mal, ich probiere das mal so, den Leuchtturm fertig zu kriegen, wollte ich gerade noch sagen. So, fangen wir mal da an. Ich überlege gerade. Man könnte theoretisch natürlich auch einen Leuchtturm bauen, der ein bisschen tiefgängiger ist. Der ist sowieso noch viel zu kurz, also viel zu klein. Also man könnte einen Leuchtturm bauen, der auch noch so Räume hat auf jeder Etage, aber das wäre mir ein bisschen zu big gerade. Das müsste man schon richtig im Maßstab machen und dann müsste er wirklich riesig sein. Aber wir machen hier erstmal so einen kleinen Pipifax-Leuchtturm. Da wir sowieso unendlich von diesen Dingern haben, brauchen wir ja auch nicht sparen. Das ist natürlich auch angenehm. Ach, das Cheater-Leben ist so einfach. Ach nee, ich mach das hier. I'm doing it wrong! So, eigentlich müsste es ja so sein, ne? Sieht aber nicht sehr schön aus. Ach, das ist blöd. Geht das so?
So sieht das schon besser aus. Das muss zumindest ein bisschen solide sein. Hoffe ich zumindest, dass man das so machen kann. So. Und dann hier, zack, zack. Und dann hier, zack, zack, zack. Und dann hier, zack, zack. Und dann... Zack, zack, zack. Uah. Zack. Und dann... Muss immer gucken, dass es auch richtig sitzt. Im Schritt. das ist ein bisschen ungewohnt gerade. Aber es geht auf jeden Fall super flotti. So und... Nein, so nicht. So. Und das kann man sich dann so vorstellen. Also in der Let's Show-Welt war das so. Ich zeig das mal ganz kurz. Da gibt es auch nichts mit Fliegen. Da gibt es hier nur... Ranpirschen. 1, 2. Oh, dann fällt man runter. Und dann hat man es schon wieder falsch gemacht. Dann muss man also wieder da runter und muss dann gucken. Da gibt es auch keine Außenwände erstmal. Da muss man gucken, dass man das hier runterkloppt. Pam. Und so ging es dann die ganze Zeit hin und her. Und das war wirklich ein Gefrickel. So, 1, 2, 3. Ach nee, da hatte ich ja hier Glasblöcke und konnte daran bauen, aber hier mit den Dingern ist es irgendwie ungewöhnlich. Ungewohnt. So, 1, 2, 3. Und da sieht man schon, wir sind schon wieder höher, als wir eigentlich das Glasding gebaut haben. Und hier sind wir auch schon, das war ja falsch. Na. So, 1, 2, 3. Und dann gucken wir mal, 1, 2. Und dann... Müssten wir eigentlich hier 1, 2, 3. So. Ich glaube, ich sehe, sind das böse Wölfe hier hinten oder sind das die zähmbaren? Ach, haben wir wieder böse Wölfe. Ach so. Warte mal. Mach mal die Musik ein bisschen leiser und jetzt gehe ich mal runter. Ach, wie habe ich die vermisst? Die bösen Wölfe. Die kommen ja sowieso nicht hinterher. So sieht das Ganze dann aus, wie so eine kleine Spirale, die sich nach oben schlängelt. Ist nicht wirklich sehr elegant, aber es funktioniert zumindest. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir könnten jetzt theoretisch auch schon eine Außenwand anbringen. Hui, huch. Okay, jetzt bräuchten wir nur hier. Zack, zack. Ach, falscher Block. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, da ist natürlich noch Gras da drin, aber das ist natürlich dann später auch weg. So. Jetzt könnte man, wenn man fröhlich ist, und wir werden nachher noch fröhlich sein, könnte man, hier ist ja dann der Eingang, oder ist der hier? Ich glaube, hier ist der Eingang. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, hier, gehen wir mal so. Zack, zack. Und dann hier mal so, zack. Nee. Das heißt, wir buddeln uns dann hier einfach, wow, noch ein bisschen in die Tiefe. La, 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 la. So. Seht ihr gleich, was das für einen Effekt hat. Da werden wir mal ganz kurz gucken, wo ist denn jetzt die Wolle? Da ist die Wolle. Wolle. Ich glaube doch, wir müssen es mit Wolle machen. Wir machen es auch mit... Die Frage ist, können wir denn jetzt hier eine Wolle hinsetzen und das... Oder ist das zu heiß mit der Lava? Würde ich gerne mal ausprobieren. Ich probiere das mal ganz kurz. Huch. So, da haben wir jetzt hier die Lava, die dann unseren inneren Pfropfen quasi ausleuchtet. Und da würde ich gerne mal wissen, ob das mit der Wolle klappt. Oder ob die jetzt anfängt zu brennen, wenn wir die ringsherum bauen. So, dann machen wir mal hier. Ach, unten ist ja eh weiß. Weiße Wolle, haben wir die hier irgendwo? Ach, ich sollte mal auf Easy machen, damit wir hier jetzt... Ist ja eh Baumodus. Nicht auf Easy, auf Peaceful machen wir mal ausnahmsweise. Hier sind ja eh keine Monster auf der Insel. Einfach nur, damit wir hier nicht fressen müssen. Und jetzt mal ganz kurz hier Wolle. Da Wolle, da Wolle, da Wolle.
So, hoppa und hoppa und hoppa. So, sieht soweit ja schon ganz wollig aus. Und jetzt gucken wir mal. Das wird aber ätzend, wenn ich da jetzt immer wechseln muss. Naja. Es gibt Schlimmeres, muss man schon mal so zugeben. Lalalalala. Theoretisch hoch, theoretisch kann man das natürlich auch mit roten Ziegeln machen. Aber wer will das schon? Und ich überlege gerade, ob ich den Leuchtturm vielleicht noch einen ausbreiten soll. Aber nee, dann sitzt der sitzt hier so schön auf der Insel gerade. Okay, das ist Schnee, das nehme ich nicht. Wo ist denn das? Oh, das wird ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, das machen wir gleich. Jetzt erstmal hier. Pass auf, dann machen wir mal. Ab hier können wir das ja machen. So, hier ist einmal durchgehend, weil da die Tür hinkommt. Das heißt, wir machen das doch ein bisschen weiter oben. Machen wir das hier noch nicht, sondern erst ab jetzt. So, wupp, wupp und wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Ja, das ist richtig spannend. Wobei, ich könnte, ach nee, kann ich nicht, verdammt. Weil die Farben immer abwechselnd sind, ich könnte theoretisch auch in Zweierabständen machen. So sieht er ein bisschen aus wie Ronald McDonald, oder? Ich guck mal ganz kurz, wie der von hier wirkt. Nee, das geht. So, hier mache ich mal ganz reguläre Glasblöcke hin. So. Geht das von, eigentlich von hier? Ach, das ist ja geil. Hui. So, la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 . Und dann wissen wir schon, wie hoch wir ungefähr bauen müssen. Das ist natürlich cool. So. Dann haben wir da quasi so eine Art Skelett. Vorher musste man da immer mühselig hochjumpen, hochjumpen, hochjumpen und dann hier runterlaufen, das nächste Glasding machen, hochjumpen, hochjumpen und so weiter. Und immer hoffen, dass man genug Glas hat. Was man übrigens nie hatte. So. Dann machen wir hier weiter, ganz regulär. Uah. Na. Okay. Eigentlich könnten... Geht das so? Ob das schneller geht? Ich weiß es gar nicht. Nee, geht nicht schneller. Aber dann müssen wir zumindest nicht immer hin und her wechseln, weil ich muss immer erstmal die Wolle suchen. Ich kann mir das nicht so recht merken, wo die ist. Oder so? Das ist ja auch mal interessant. Okay, dann hier. Okay, ich merke, ich bin fürs schnelle Bauen nicht unbedingt geeignet. So, probieren wir es mal hier. Nein! Ach, das ist nice. Ist das richtig? Nee, da. So, so kriegen wir das ja recht flott hin und. Da sieht man mal, wie der Unterschied ist, wenn man jetzt normal ein Haus auf normal baut oder wenn man hier einfach so kleine Hilfsmittelchen benutzt, dann geht das auf jeden Fall wesentlich schneller. Aber so ein Let's Play machen, ehrlich gesagt, also das kann man vielleicht mal machen, aber irgendwie, da fehlt ja dann auch die Herausforderung. Man hat sofort alles, es ist alles da. Es ist auf jeden Fall praktischer als der Creative Mode, muss ich sagen, oder weiß ich nicht, zumindest. Ist es, wo ist denn das hier nochmal? Ach, da. Zumindest ist man damit schneller unterwegs, habe ich das Gefühl. Kann mich aber auch täuschen, aber auf jeden Fall, wenn man alles hat, ist es ja kein wirkliches Let's Play, dann ist es ja mehr ein Let's Build oder so. Und dann fehlen die ganzen Sachen wie in die Höhle gehen und sowas. Es sei denn, man macht das nur just for fun oder ohne wirkliche Herausforderung. Und das ist, weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu pussymäßig, muss ich sagen, ne? Ja, ein bisschen zu luschi. Kann ich mir gleich ein Röckchen anziehen, mich vom PC setzen? Aber zumindest bauen wir so den versprochenen Leuchtturm mal ganz schnell auf. Theoretisch kann man das ja auch noch mit einem Baumhaus machen.
Das wäre vielleicht noch eine kleine Idee. Das sind ja die Sachen... Tuch? Da. Das sind ja die Sachen, die immer versprochen waren und wo wir eigentlich nie zu kamen, weil man immer irgendwas anderes gemacht hat. Wow, ging das schnell.